Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, euer Meerlet. Ja, wir sind wieder hier zurück in Narcht und wie am Anfang jeder Aufnahmesession in letzter Zeit habe ich wieder ein paar Sachen, die ich ganz kurz am Anfang mit euch besprechen will. Punkt 1 ist, es ist keine neue Mod, ich benutze jetzt eine Mod, die ich auch schon früher mal benutzt habe. Die ich jetzt aber in dem Spiel am Anfang nicht benutzt habe, weil sie da noch nicht Iron Man kompatibel war. Und zwar ist das eine Musik-Mod. Ich kann es leider nicht aussprechen. Irgendwie Kairis und dann auch irgendwas danach. Also es ist auf jeden Fall Kairis Music-Mod, so in etwa. Das müsstet ihr dann im Steam-Workshop finden, wenn ihr das benutzen wollt. Und es kann sein, dass davon jetzt ein paar Musikstücke dabei sind. Es sind irgendwie 9 oder 10 oder so, die selbst komponiert sind für EU4. Und die fand ich eigentlich schon immer ganz cool. Die habe ich zwischenzeitlich auch mal in meinem eigenen Soundtrack drin gehabt. Und ja, irgendwie haben wir keine Musik. So, jetzt. Genau, die benutze ich jetzt. Und keine Ahnung, wenn ihr euch für die interessiert, könnt ihr in den Steam Workshop gehen und die euch eventuell auch holen. Ja, dann Punkt 2 ist... fangen wir jetzt mit dem anderen an. Ich wurde ja gefragt, ob ich... Ja, alle, keine Ahnung, 10 Folgen oder was, oder alle paar Jahre halt, einen Überblick über die Welt machen kann. Und ich habe gesagt, ich mache das. Ich habe es jetzt irgendwie in der letzten Aufnahmesession vergessen. Aber egal, ich habe mich jetzt gerade wieder daran erinnert und dementsprechend machen wir das jetzt. Gucken wir uns ganz kurz an, wie es in der Welt, die wir bisher sehen, so aussieht. Und ich denke mal, wir fangen mit Europa an, denn das ist im Prinzip so das interessanteste Gebiet. Und im Prinzip ist es alles relativ normal. Wir haben England, Frankreich, Österreich hier als die stärksten Nationen. Natürlich, wenn wir uns die Armeen angucken, ist Österreich hier natürlich ganz vorne mit dabei. Momentan allerdings gerade mit ganz schön vielen Söldnern am Start. Denn Österreich hat gerade eine Menge Kriege am Laufen. Einmal gegen den Ottomanen und gegen Polen, Litauen. Polen-Litauen hat das Reich angegriffen und der Ottomane, wissen wir ja aus der letzten Folge, wollte Rhodos erobern. Und Österreich, ja, ist hier jetzt momentan gerade dabei, dem Ottomane ganz schön auf den Sack zu geben. Mal gucken, wie das noch weitergeht. Ich habe schon überlegt, ob ich eventuell jetzt den Ottomane kaputt machen will schon, aber ich habe mich jetzt erstmal noch dagegen entschieden. Wir müssen erstmal noch den Mameluke erobern und dann hier nach Indien. Wir haben jetzt noch keine Zeit, den Ottomanen anzugreifen. Das können wir immer noch später machen. Der Ottomane ist natürlich im Vergleich zu normalen Spielen relativ schwach, was einfach daran liegt, dass wir halt ihm hier das ganze Land abgegraben haben, das er normalerweise relativ leicht kriegt. Deswegen hat der Ottomane auch so krasse Probleme gegen Österreich momentan gerade. Dann haben wir hier natürlich Frankreich auf Platz 2. Gut, das ist normal. Frankreich ist immer ziemlich stark. In dem Falle jetzt hier noch nicht so groß, wie sie sein könnten. Aus irgendwelchen Gründen sind sie mit der Provence verbündet. Wahrscheinlich wollen sie die Diplo vasalisieren. Die Provence als Frankreich ist eine sehr wichtige Provinz, weil es zwei wichtige Handelszentren Boni hat. In Genua. Und man will möglichst von Genua nach Bordeaux Geld bringen. Dementsprechend ist Provence da schon für Frankreich ziemlich wichtig. Und die Bretagne hat Frankreich auch noch nicht. Was ihm hier natürlich sehr viel Handelsmacht in Bordeaux kostet. Also Frankreich nicht unbedingt auf dem Höhepunkt seiner Macht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass England hier auf dem Festland noch zwei Provinzen hat, und zwar Caen und Calais. Und beide sind auch wichtige Handelszentren, allerdings nur im Ärmelkanal. Frankreich hat auf Caen keine Kernprovinz mehr. Auf Calais allerdings schon. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das passiert ist. Vermutlich hat er sie einfach verloren, weil hier die falsche Kultur ist. Ich weiß es nicht genau. Aber England scheint allgemein momentan auch gerade ein paar Probleme zu haben. Die sind hier nämlich protestantisch. Haben zwar schon fast alles konvertiert, aber hier sind jetzt wohl ein paar Rebellen. Gut, die sind sie jetzt schon am Besiegen. Hier unten sind auch noch katholische Fanatiker. Mal gucken, wie das noch weitergeht. Ja, dann haben wir natürlich Spanien. Spanien scheint in diesem Spiel hier eigentlich recht stark zu sein, mal abgesehen von der Tatsache, dass sie momentan noch gar keine Kolonie haben. 1538, Spanien noch keine Kolonie oder keine koloniale Nation zumindest. Das ist schon ganz schön übel, aber abgesehen davon, in Europa ist Spanien relativ gut dabei. Spanien hat ja
naja, Spanien halt eben, also Aragon und Kastilien, Startgebiet und natürlich Granada. Hier die ganzen Inseln, Sizilien und so weiter und Genua interessanterweise oder Liguria. Was ihm natürlich in Genua doch einen ganz guten Handelsboost gibt, weil das auch ein wichtiges Handelszentrum dort ist. Außerdem hat er Sizilien und Malta und ja, nicht mehr Neapel, da ist wohl die Personalunion irgendwann gebrochen. Auch in Afrika ist er relativ stark. Er hat hier Tekle-Mekan erobert, wahrscheinlich in dem Zeitpunkt, als wir irgendwann mal Tekle-Mekan seine Armee kaputt gemacht haben. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hat er die mittlerweile fast komplett erobert. Ich weiß nur, was ich da hingeguckt habe und gesehen habe, dass die eigentlich relativ groß sind. Jetzt gehört das halt eben alles zu Spanien. Ja, Spanien ist wie immer verbündet mit Portugal, auch verbündet mit Venedig. Also hier auch eine ganz gute Verbündeten hier im Osten, obwohl Venedig jetzt natürlich nicht so stark wäre wie zum Beispiel Österreich. Aber Venedig ist zumindest jetzt kein super schlechter Verbündeter. Abgesehen davon hat Spanien allerdings keinen Verbündeten, was ihn diplomatisch relativ schlecht dastehen lässt, finde ich. Mit Österreich verbündet wäre für Spanien schon deutlich besser. Aber Österreich hat als Rivalen, von daher geht das natürlich nicht. So, dann können wir uns eventuell mal noch ganz kurz den Norden angucken. Dänemark hat die PU über Schweden verloren, da gab es vermutlich den Unabhängigkeitskrieg. Er hat aber noch die PU über Norwegen. Integriert ihn aber momentan noch nicht. Also mal gucken, wie das da noch hält. Er hat eine Provinz hier in Schweden an Schweden verloren. Und Gotland. Also Dänemark nicht so super gut dabei. Hat allerdings Hamburg. Das macht ihn natürlich deutlich stärker, was Lübeck angeht. Hamburg ist da so ziemlich die beste Provinz. Lübeck ist natürlich auch super gut. Aber Hamburg auch auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig, weil da die Elbemündung ja ist. Plus wichtiges Handelszentrum. Also das sehr, sehr wichtig. Ja, Polen hier im Osten. Ziemlich stark. Deutsche Orden haben sie schon erobert. Moldawien und Litauen natürlich als Untertanen, wie immer. Hat auch schon große Teile von Ungarn erobert. Also eigentlich so im Großen und Ganzen ganz gut dabei. Tech-mäßig allerdings natürlich nicht so mega. Die haben ungefähr denselben technologischen Standard wie wir. Und ja, Moskau würde ich euch ganz gerne zeigen. Geht aber nicht. Scheint so, als hätten sie hier schon recht viel kolonialisiert. Können wir allerdings leider noch nicht sehen. Ist natürlich ein bisschen doof. So, was gibt's sonst so Interessantes? Ming ist noch relativ groß, nicht zerfallen bisher. In Indien gibt es bisher keine wirkliche Großmacht und Euraten und Timuriden sind in diesem Spiel hier zumindest noch relativ stark. Mal gucken, wie das weitergeht. So, das hat jetzt schon eine Menge Zeit gekostet, aber ich hoffe, das interessiert auch mehr als nur die eine Person, die gefragt hat. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall mal ein bisschen mehr, was in der Welt abgeht, wenn ihr das bisher noch nicht so mitbekommen habt. Und ich denke, wir machen dann jetzt auch gleich mal weiter. Ich muss mich jetzt nochmal ganz kurz reindenken. Ich habe hier eine Armee. Für was? Ich glaube, mit denen habe ich Rebellen bekämpft, hier von Georgien und Persien. Und momentan sind wir dabei, hier unten Krieg zu führen. Und ich habe mich entschieden, hier was anderes zu machen. Ich werde Azab erobern. Einfach nur, damit ich hier weiter nach Alodia komme, besser. Aber ich werde Äthiopien zu meinen Vasallen machen. Die sind mittlerweile ja sunnitisch. Von daher ist das wirklich gut. Und vor allem, sie haben super viele Kernprovinzen hier. Super viele. Wenn ihr euch das anguckt hier, das sind echt massive Kernprovinzen. Hier unten auch noch Ansprüche. Hier noch Kernprovinzen. Das gibt uns dann die Möglichkeit, hier alles einfach zu erobern. Relativ schnell. Das ist wirklich praktisch. Und von daher werden wir das machen. Und ich denke, wir machen dann jetzt mal gleich weiter. Frankreich sieht Österreich nicht länger als Rivalen. Ja, das ist dieser dumme Bug, dass die KI einfach immer da ihre Rivalen ändert, wenn man das Spiel neu lädt. Das ist sehr ärgerlich. Und wie war das mit euch? Wollte ich Diplo-Vasallisierung machen, ne? Wir haben hier eins frei, von daher machen wir schon mal eine Staatsehe. Und dann können wir das machen. Bis Äthiopien fertig ist, dauert es eh noch ein bisschen. Wir brauchen noch die letzte Belagerung. Ich habe schon nachgeguckt. Momentan würden sie es noch nicht annehmen. So, dann kannst du uns eigentlich Handelsmacht übertragen. Ah, nee, ich muss ihn erst Garantie schicken. Dann gibt er uns nämlich mehr Handelsmacht. Und je mehr Handelsmacht er uns gibt, umso mehr, Belagerung gewonnen. Umso mehr Beziehungen bekommt man auch dadurch. So, Frieden verhandeln. Wir nehmen Azab. Und dann wirst du zu unserem Vasallen. Dann gibst du uns, ja, okay. 8 Dukaten brauchst du uns nicht zu geben. Ansprüche? Nein. Ansprüche behältst du bitte. Und ja, dann läuft das soweit. Äthiopien ist unser Vasalle. So, sehr schön. Jetzt sind wir auf 6 von 6 Beziehungen wieder. So wie ich das haben wollte. Ihr könnt mal dahin gehen und die Truppen. Die Rebellen unterdrücken möglichst.
impertinente Forderungen. Kosten für diplomatische Annexion erhöht. Na gut, dass wir damit gerade fertig sind. So, okay. Ja, theoretisch können wir jetzt einfach hier gleich loslegen, ne? Rückeroberungskriegsgrund. Durm. Nummer 1. Alles klar. Los geht's. Okay. Machen wir mal ein bisschen langsamer. Handelsdisput gegen Timurinenreich. Oh, okay. Er verweigert uns den Zugang. Das ist nicht so optimal. Wenn man bedenkt, dass er in fast allen Handelszentren ist, in denen wir auch sind. Mal abgesehen von Golf of... vom... Hier. Golf von Aden. Aber er ist in Hormuz und er ist auch ein bisschen in Basra. Also nicht so optimal. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Hormuz minus 40. Okay, Basra minus 7, das geht noch. Aber Hormuz minus 70 ist schon... minus 40 ist schon nicht so optimal. Naja, okay. Haben wir ihn eigentlich als Rivalen? Ah, okay. Ja, dann können wir gegen dich auch mal ein Embargo machen. Ja. Dann läuft das soweit auch. 40 Machtprojektionen momentan. Ah, über 50 zu kommen wäre natürlich sehr cool. Wird wahrscheinlich aber nicht passieren. Ah, oh, was machst denn du hier? Du gibst uns 12% Attrition. Nice. Richtig cool. Hast du gut gemacht, Vasangali. Schöner Manpower Burn. 4500 innerhalb von, keine Ahnung, einem Monat. Oder zwei. Das ist schon ganz schön heftig. So, willst du unseren Militärzugang? Nö. Schiffe verkaufen. Das habe ich bisher auch noch so gut wie nicht benutzt. Weil ich eigentlich lieber meine Schiffe behalte und dann upgrade. Natürlich kann man dadurch ein bisschen extra Geld kriegen, aber dennoch finde ich das nicht so optimal. So, wir verlieren Geld. Wahrscheinlich, weil wir reinforcen müssen. Oder eigentlich mit ziemlicher Sicherheit, weil wir reinforcen müssen. 9 Dukaten. Ja, nicht gerade umsonst. So, du kannst noch ein Geschenk haben. Ich werde jetzt nicht 50 machen für eine mehr Beziehungen. Das ist ein bisschen sinnlos. So, Kaffa und Ayuran sind immer noch miteinander im Krieg. Alles klar. So, wir können hier mal die überflüssigen Einheiten sammeln. Oh, hier haben wir 11 Versorgungslimit. Schicken wir die dorthin. So, wo hast du noch Kernansprüche? Hier. Okay, Krieg erklären. Okay, die sind alliiert mit Kaffa. Mit dem bist du verbündet. Alodia und Metribari. Okay, dann... schaffen wir Alodia und Kaffa mit nur so wenig Einheiten? Wahrscheinlich nicht. Die haben 20.000 und beide haben so ziemlich gute Generäle. Von daher sollten wir da wahrscheinlich eher ein bisschen vorsichtig noch sein. Oh, wir haben keinen diplomatischen Berater. Ah, okay, weil wir nur Level 2er und 3er haben. Das ist natürlich nicht so optimal. Ah, verdammt, ich habe vergessen, hier eine Kernprovinz zu machen. Und jetzt geht's nicht mehr, weil wir im Krieg sind. Na gut, die wäre eh nicht weitergegangen, während wir im Krieg gewesen wären, aber trotzdem. Trotzdem doof. Ha, okay, schicken wir die Armee mal darüber. Dann können wir besser gegen Alodia kämpfen. Vielleicht sollten wir da auch gleich schon mal Ansprüche machen. Ja, können wir eigentlich machen. Haben wir noch einen Anspruch hier auf Suakin. Männer der Wissenschaft. Nein, noch bleiben wir auf negativ Pietät. Ich bin momentan überlegen, ob ich vielleicht langsam auf positive Pietät gehen soll. Da wir ja jetzt langsam schon ordentlich was an Truppen haben. Und da ist die Extra-Moral schon ziemlich gut. So, hier lauft ihr mal bitte einzeln. Ich habe hier keine Lust, dass... nur durchs Rumlaufen meine ganzen Einheiten verliere. Ist wirklich nicht so optimal, in unserem Land hier rumzulaufen. 23. März, okay. Ja. Das passt, die sollten sich nicht gegenseitig einholen. Was waren eigentlich die 5000 da hinten? Keine Ahnung. So. Ich glaube, bevor ich den nächsten Krieg anfange, werde ich erstmal kurz den hier beenden, weil ich möchte dann ganz gerne ein Bündnis mit Sind machen, damit wir ihn vassalisieren können. Das wäre ja schon nicht ganz unwichtig.
So, wir könnten ein paar Sachen bauen. Rüstkammern. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch lieber mal noch ein paar Festungen. Zumindest mal dort, wo wir nur Level 2er Festungen haben. Level 1er Festungen haben. So, hier. Ja, hier können wir auch einen bauen. Obwohl, nee. Nee, nee, nee. Können wir nicht, weil dann können wir da nämlich gleich keine Kernprovinz machen. Das wäre natürlich doof. So, und dann Rüstkammern oder Tempel? Eigentlich brauchen wir keine Tempel, wir haben genug Force Limit momentan. Von daher würde ich sagen, bauen wir erstmal ein paar Rüstkammern. Und dann den Rest von unserem Geld sparen wir uns. So, komm, schließ hier die Belagerung ab. Da, das hier an Äthiopien. Das hier an Äthiopien. Hier haben wir auch die Belagerung gewonnen. Sehr gut. Dann holen wir unseren Diplomaten aus Persien nach Hause. Muhammad al-Sabah. Wir haben auch wieder zwei al-Sabahs hier, also unsere Diplomaten. So, diese Provinz an. Nein! Ah, jetzt habe ich es an Wasangali gegeben. Verflucht. Naja, okay. Dann halt eben so. 22 Diplo-Punkte verschwendet dadurch. Super. Dann gibt es uns noch Geld. Und Kriegsreparationen und Ansprüche aufgeben. Ja, ein bisschen mehr Prestige noch für uns. So, okay. Das Gute ist auch, Äthiopien kann das Land hier besser konvertieren als wir, weil sie hier natürlich überall akzeptierte Kultur und sowas haben. Das ist sehr angenehm. Und jetzt machen wir hier unser Bündnis und dann sollten wir Sindh fast vassalisieren können. 2 Monate noch Beziehungsverbesserung. Echt nur so wenig Force. Versorgungslimit hier. Wieso? Gewicht der Armee ist 12. Wieso ist das Gewicht der Armee 12? Wir haben nur 11 Einheiten. So, komm, nimm den hier. Dann hast du keine Probleme mehr, was das angeht. So, warten wir noch 1 Monat, bis wir hier die Vassalisierung machen können und dann werden wir den nächsten Krieg erklären. Alles klar. Ach, jetzt hat der Krieg angefangen. Amandaganische Eroberung von was auch immer. Okay, Amenanga gegen Jaunpur. Und der hat hier noch eine ganze Menge Verbündete. Hoffen wir mal, dass sein Sind nichts erobert. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Okay, na gut. Dann, wenn wir hier den Krieg erklären. Oder hier lieber. Ja, greifen wir Kaffa direkt an, machen hier beide zum. Obwohl, warte, hast du noch? Oh ne. Das hätte jetzt in die Hose gehen können. Der ist verbündet mit dem Osmane. Oh! Guck mal einen an, der Osmane hat hier tatsächlich geschafft, zurückzukämpfen. Nice. Was primär daran liegt, dass Österreich sich jetzt wahrscheinlich auch mit Polen noch beschäftigen muss. Und interessanterweise gewinnt er sogar gegen Polen. Gut, er hat einen Tech mehr. Okay, nee, dann erklären wir doch Krieg gegen dich und hier, so. Zack. Okay. Ist Alodia dabei? Noch nicht. Okay, scheint so, als wollten sie nicht joinen. Ah, die sind noch zusammen im Krieg gegen Ajoran, deswegen kann Alodia momentan gerade noch nicht joinen. Okay. Ah, doch. Okay, sie haben es doch gemacht. Gut, dann kommt ihr mal hier runter. Könnt ihr hier überall lang laufen? Ja, zumindest halbwegs. Oh Gott. Viel zu laut. Blöde Militärkampfsounds. Viel, viel zu laut. So, dann machen wir wieder ein bisschen langsamer. Und. Upp. Sag mal, was ist denn da los? Wieso ist der Spaß schon wieder viel zu laut? So. Dann werden wir. Glaube ich mal anfangen, hier ein paar Ansprüche auf das Timuridenreich zu machen. So, Hormus. Alles andere werde ich an Persien geben, aber Hormus will ich selber haben. Hormus ist super. 7 Grundsteuer, Gewürze und ein wichtiges Handelszentrum. Die Provinz möchte ich schon ganz gerne selber haben. So, wie machen wir das jetzt? Kaffa ist jetzt da runter nach Ajoran gelaufen. So, ihr geht mal dorthin. So, ihr könnt eigentlich mal diese Armee hier verfolgen. Die werden wahrscheinlich zu ihrer Hauptstadt laufen. Nehme ich mal an.
Oh, das machen wir mit euch. Mit euch können wir eigentlich einfach Alodia belagern. Machen wir hier mal unseren Herrscher als General raus mit dem kleinen Trick. So. Alles klar. Okay, so, wir können noch einen Diplomaten benutzen, den können wir eigentlich wieder nach Persien schicken. So, warte, machen wir eigentlich schon alle Ansprüche gegen dich? Nee. Dann müssen wir das erstmal als allererstes machen. Mehr Ansprüche gegen Mamelukenreich. Da haben wir ja auch nur noch 6 Jahre jetzt Waffenstillstand. Okay, und du kannst eigentlich erstmal das Kriegsziel belagern. Könnte durchaus ja passieren, dass jetzt hier Kaffa mit seinen Einheiten wiederkommt. Das wäre dann eventuell nicht so gut für uns. Oh, -2 Dukaten. Ja, wir sind ja echt knapp an unserem Limit. Das liegt doch daran, dass wir hier diesen Typen haben. Mittlerweile bräuchten wir ihn aber gar nicht mehr. Ja, und da ist er gestorben. In der Sekunde, in der ich sage, wir brauchen ihn nicht mehr. Okay, müssen wir irgendwas konvertieren? Nein. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir den Steuertypen. Auch wenn der... Oh doch, ja gut. Steuer ist schon unsere Haupteinnahmequelle, von daher ist das schon ganz gut. Okay, so, wo sind meine Vasallen? Wo sind denn ihre Einheiten? Okay, Persien kämpft hier oben gegen die georgischen Bauern. Aus irgendwelchen Gründen. Aber wo sind die vasangalischen Einheiten? Dort, okay. Dann brauchen wir da ja keine Einheiten zu haben. Und Äthiopien scheint noch keine Einheiten nachzubauen. Scheint so, als hätten sie kein Geld dafür. Verständlich, nachdem sie so oft jetzt auf ziemlich auf die Fresse bekommen haben. Hallo? Wieso darf ich hier nicht abspalten? Spiel. Ja. So, ich hoffe mal, dass das Ayuran hier jetzt einfach die Kaffa-Einheiten tötet. Das wäre sehr angenehm. Oh, guck mal, da hat er eine Einheit neu gebaut. Die sollten wir eventuell mal kurz kaputt machen. Gott sei Dank haben diese Leute hier überall nur Level 1er vor. Das ist ziemlich angenehm. Da kann man sehr viel auf einmal belagern. Okay, seine Hauptstadt hat sogar ein Level 2er vor. Und hier scheint auch, naja, vereinzelt sind dann da noch Level 2ers, aber die meisten sind keine Level 2er vor. Force, das klingt so komisch. Ich weiß nicht, naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Das ist das, was zählt. So, in Suakin brauchen wir noch welche. Und dann brauchen wir noch eine Blockade für hier oben. Das ging ja schnell. So, ja, dieser Krieg läuft und ich denke, ich werde jetzt hier gleich diese Folge beenden, denn wir sind schon wieder über 23 Minuten. Wir haben jetzt natürlich nicht so viel gemacht, weil ich am Anfang noch so lange hier mir die Welt angeguckt habe und so weiter und so fort. Aber, naja, das macht ja nichts. So, guck mal, hier haben wir noch zu viele Einheiten. Okay, gut, dann würde ich sagen, beende ich hier diese Folge und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und würde mich über ein Like oder Kommentar freuen. Und ja, dann sehen wir uns, denke ich mal, beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Violett.